das Feuer des Nichtwissens. Was ist damit gemeint? Also man hört es in vielen spirituellen Texten. Damit ist gemeint, dass man diese Phasen, in denen man einfach nicht weiß, wo man hin will, in denen man nicht weiß, was los ist mit einem, wo man sich komisch fühlt, wo man keine Orientierung hat, dass man diese Phasen sozusagen akzeptieren soll und diese annehmen soll und sie als Teil des Prozesses sehen soll. Und warum Feuer des Nichtwissens? Weil Feuer ist unangenehm, Feuer ist, wie sagt man, unkontrolliert. Und deswegen steht man im Feuer des Nichtwissens. Und wenn das Feuer gewütet hat, dann kann Neues entstehen, wie zum Beispiel auch in der Natur. Wenn es einen großen Waldbrand gab, dann haben neue Pflanzen Platz, um zu gedeihen, um zu wachsen. Und das ist auch in der Spiritualität sehr wichtig. Einfach mal die Phasen, wo man nicht weiß, was los ist, wo man keine Ahnung hat, was als nächstes kommt, wo man überhaupt hin will, ob das, was man die ganze Zeit gemacht hat, richtig war, wo man quasi so eine Erkenntnisgewinn plötzlich hatte, im Sinne von, das, was ich gemacht habe, ist nicht richtig, ich weiß aber jetzt nicht, was stattdessen richtig ist. Die meisten Leute versuchen dann irgendwie zu überlegen, was könnte es sein, was ich jetzt machen muss, was ich machen will. Ich muss doch irgendwas machen. Wenn ich nichts mache, bin ich wertlos. Wenn ich nichts mache, dann drifte ich ab, dann geht es in die falsche Richtung. Oder was halten dann die anderen, meine Eltern, meine Großeltern von mir, wenn ich nichts tue einfach? Und es ist wichtig, diesen Widerstand loszulassen, diesen Druck, und sich einfach hinzugeben, diesem Nichtwissen. Zu sagen, okay, ich weiß jetzt nicht, was los ist. Es ist völlig in Ordnung. Es ist Teil des Prozesses. Ich muss diese Phase durchstehen, um Platz für neue Impulse zu schaffen. Und deshalb, wenn man mal nicht weiß, was los ist, sich lieber zurücknehmen. Nicht versuchen, irgendwie sich zu erdenken, jetzt muss ich das machen, oder zu überlegen, oh ja, jetzt könnte ich das machen, und sich dann da rein versteifen, obwohl man sich überhaupt keinen Platz gelassen hat, um neue Dinge zu entdecken. Ist gerade sehr windig, ich hoffe, man hört mich noch. Genau. Und diese Phase als Teil der Entwicklung ansehen und sich eben treiben lassen, wie hier diese Neckarmöwe. Ich hoffe, man sieht's. Da ist sie. Also nicht immer versuchen gegen den Strom, sondern sich auch manchmal vom Strom des Lebens treiben lassen. Und drauf vertrauen, dass das Leben oft besser weiß, wo man hin will, wo seine Bestimmung liegt als der Kopf. Und dann eben, wenn man es weiß, wenn man sich vom Leben zu einer gewissen Stelle treiben lassen hat, dadurch, dass man eben nicht gegen den Strom geschwommen ist oder Widerstand geleistet hat, der Strömung Widerstand geleistet hat, dann mit dem wirklichen Wissen, was ist der richtige für mich, dann weitermachen, dann in Aktion treten, dann Bücher lesen, was weiß ich. Und in der Zeit, wo man das Nichtwissen erleben will, erleben muss, einfach nichts tun, einfach dem Kopf Freiraum, dem Verstand Freiraum geben, herausgehen in die Natur, sich nicht ablenken mit allem möglichen Zeug. So viel dazu, und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.